Hallo Leute und willkommen zu einem nächsten kleinen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr in euer Cinema 4D eure Minecraft-Welt importiert und damit auch Animationen oder sonstiges machen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen gleich mal direkt. Also, Cinema 4D können wir sich mal für den Anfang minimieren. Das erste, was ihr mal braucht, ist Mineways. Mineways könnt ihr euch halt hier runterladen. Der Link wird in der Beschreibung stehen. Wenn ihr euch das downloadet, dann bekommt ihr diese Zipter da. Die öffnet ihr und habt da ja das dann offen. Und da rennt ihr dann die Echse. Und dann bekommt ihr auch schon mal so eine Ding. Dann könnt ihr die Zip zumachen. Und auf, wenn ihr da drin seid, dann geht ihr auf File. Dann open, dann sucht ihr euch eure Minecraft-Welt hinaus, halt die kopiert ihr euch oder sonst was. Dann geht ihr vor eure Mine-Welt und wenn ihr da drinnen seid, dann nehmt ihr dieses Level.dat und ja, macht Doppelklick drauf. Dann ja, seht ihr schon mal da eure Welt. Da könnt ihr dann herumfahren. Ja. Das ist, weil ich Mods auf der einer Welt haben, deswegen schreibt es immer. Und da haben wir jetzt, das ist halt das, was wir halt da gebaut haben. Und das können wir uns jetzt scannen, den Bereich. Mit einem Rechtsklick ziehen wir das, den Bereich, was wir halt wollen. Und, weißt was, wir nehmen nicht so einen großen. Wir machen nur so einen ganz kleinen, wo wir unser Haus nehmen, sagen wir mal. Und wenn wir das haben, dann machen wir File Export for Rendering. Dann speichern wir das jetzt in unserer, ja, halt ihr könnt es jetzt auf einmal zum, auf einmal, ja, ihr könnt es auf euren Desktop abspeichern, dort einen neuen Ordner erstellen und da Cinema 4D zum Beispiel schreiben. Oh, jetzt habe ich schon einen Ordner. Na okay, dann hau ich ihn jetzt einfach mal in neuer Ordner rein. Und da schreibt ihr jetzt einfach rein, Minecraft Cinema 4D. Und das speichern wir jetzt. Das müsst ihr nichts ändern, halt wenn ihr rauskennt, dann könnt ihr da was ändern. Aber, entschuldige, ich drücke einfach immer auf OK. So, dann tut es jetzt alles mal, ja, generieren. Und dann können wir eigentlich Mineways schon zumachen und World Data auch weg. Dann fail. Haben wir da mal unseren neuen Ordner. Da sehen wir schon mal, dass da ein paar Zeug abgespeichert hat. Für den Anfang mal uninteressant, würde ich sagen. Dann gebt ihr Cinema 4D auf die Seite. Und schiebt euch die OBJ da hinein. Und dann kommt, ja, bla bla bla. Da drückt ihr auf OK. Und dann seht ihr schon mal, dass da so eine kleine Welt generiert wurde. Und ja, wenn wir jetzt mal wegzoomen, seht ihr, dass die extremst klein ist. Und jetzt kommt die Arbeit des Jahres. Ihr müsst es vergrößern. Mach ich jetzt. Oh, okay, also nur mal so zu euch. Ihr müsst zwar auch alles markieren, könnt ihr mit STRGA machen. Und ja, dann nochmal. Ja. Also ja, wenn wir das dann haben, dann können wir das auch wieder demarkieren. Und ja, wie wir sehen, sieht das jetzt eigentlich noch nicht so besonders aus. Schaut nicht wirklich gut aus. Also nur mal so, was wir jetzt noch für den Anfang mal als extra machen können. Oh, warte, ich mach Fullscreen. Wir gehen auf Objekte. Bei Objekte gehen wir auf Sky und Himmel erzeugen. Dann wird schon mal ein bisschen heller. Ist auch besser. Dabei ist es noch nichts Besonderes, weil ihr könnt es auch so machen, wenn euch das gefällt. Aber es geht halt noch schöner. Was wir machen, ist, wir markieren uns alles mit diesen Dingen da. Und da geht ihr dann auf Basis. Bei Basis gebt ihr Glanzlicht weg und haut Alpha ran. Und dann geht ihr auf Farbe. Dann auf die Texturen drückt ihr drauf. Und dann kommt das Fenster. Dann geht ihr beim Desktop zu eurem Ordner da. Und dann geben wir die RGBA da hinein. Dann sehen wir schon mal, dass wir ein bisschen Farbe haben.
Und ja, vielleicht seht ihr es jetzt gleich, dass das jetzt vielleicht nicht so, kann ich euch so zeigen, die richtige beste Grafik ist. Das können wir ganz einfach ändern, indem wir hier unten bei Interpolation auf keine gehen. Dann merkt man schon, dass ein bisschen schöner geworden ist. Aber wir haben ja die Alpha-Datei nicht unnötig dabei, denn wir machen Alpha-Bild weg, geben eine Textur und geben die Minecraft C4D Alpha BNG rein. Dann sehen wir schon mal, dass das ja viel besser alles ausschaut. Hier zum Beispiel können wir ein bisschen rumschauen. Das war es eigentlich schon in den Ganzen. Wenn wir das jetzt schon mal so anschauen, sehen wir, dass das schon ein bisschen ja, besser ausschaut. Aber wir können hier noch ein bisschen kleine Effekte zum Beispiel hier reinmachen. Wenn wir zu Rendern gehen, ja, können wir erstmal die Ausgabe auf 1920 mal 1080 machen. Ja, einfach mal so. Und dann gehen wir auf Effekte, geben Ambient-Okklusion rein und wo ist es? Wo ist es? Global Illumination. Dann könnt ihr da nach eurem Belieben halt das einstellen. Ich mache immer das. Und dann haben wir das auch. Und wenn, dann könnt ihr euch also aussuchen, wie ihr das haben wollt. Zum Beispiel, wir wollen da so reinkaufen irgendwie. Und dann noch ein bisschen wegzoomen. Was jetzt ein bisschen schlecht gemacht ist, weil hinten man das nicht sieht. Also nehmt euch auch ein bisschen große Dinge, sonst schaut es dann aus wie bei mir. Ah, wie wäre es, wenn wir es einfach jetzt mal so lassen? Oder? Okay, scheiß drauf, dann lassen wir das einfach hinten, dass das nicht schön ausschaut. Und ja, dann schauen wir sich das mal an, wie das ausschaut. Und da haben wir es auch schon. Das können wir dann abspeichern oder sonst was. Und wenn jetzt zum Beispiel wollt, dass das Wasser ja, schöner ausschaut, haben wir da schon mal stationäres Wasser. Das können wir jetzt Doppelklick drauf machen. Dann können wir eine Spiegelung reingeben, die was so, ja, sagen wir mal, 30% hat. Also das ist eine starke Spiegelung. Aber wenn wir sich das jetzt so reinziehen, sollten wir eigentlich diesen Klumpen da oben sehen. Aber ich will das jetzt auch nicht eigentlich zu viel rendern, wegen sonst wird das ja eigentlich nur ein Video, wo ihr ständig auf die auf das so hinschaut. Und ihr seht schon mal, es dauert länger, weil ihr halt die Spiegelung drinnen habt und es muss ja auch das obere scannen und alles. Aber ja, das könnt ihr einfach mal abwarten. Was ihr zum Beispiel machen könnt, wenn ihr jetzt eine Minecraft-Animation machen wollt, dann könnt ihr das als erstes mal lassen mit diesen Alpha einfügen und so, wegen das, ja, macht nur die Wartezeit höher. Und wenn ihr dann fertig seid mit euren ganzen Animationen, Animationen, dann könnt ihr halt, ja, dann könnt ihr es richtig machen. Und ja, dann würde ich sagen, dann haben wir es eigentlich. Ja, das ist ein Haus von uns. Das habe ich mit einem Schulkollegen gebaut. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Die ganzen Download-Links werden in der Beschreibung sein. Falls es irgendwelche Fragen gibt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, dann tschüss!